Heute ist der 2. September und wir wollen uns wieder von der Baustelle melden und berichten, wie die Bauarbeiten in den letzten Wochen, ja kann man schon sagen Monaten, vorangegangen sind. Man sieht heute das erste Mal das Haus in voller Schönheit. Die Gerüste auch im vorderen Bereich sind abgebaut und damit kann man auch die Dimension des Hauses wunderbar erkennen. Auch dieses Zusammenspiel zwischen dem großen Gebäude des Amtsgerichts und unserem Pfarrhaus wird jetzt besonders eindrücklich sichtbar. Die Außenfassade sieht sehr schön aus und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Fenster schmutzig sind. Das liegt nicht daran, dass wir keine Zeit hatten, Fenster zu putzen, sondern das liegt einfach daran, dass die Bauarbeiten jetzt natürlich mit Hochdruck im Haus voranschreiten und da entsteht nochmal Dreck und Staub. Wenn wir dann hier aber dieses Haus beziehen, wenn wir unsere Arbeit hier beginnen, suchen wir natürlich Menschen, die vorher die Fensterscheiben putzen und das Haus dann auch innen reinigen. Aber so weit sind wir nicht. Folgen Sie mir jetzt einfach ein Stückchen über die Baustelle und lassen Sie sich informieren, was wir in den letzten Wochen geschaffen haben. Manch ein Bauherr würde sich ärgern, wenn man hier wieder Erdreich aufnehmen muss, um zu gucken, was ist denn passiert. Passiert ist, dass wir innen drin Wasser hatten. Ganz kleine Stelle, wo Wasser eingedrungen ist. Und das Spannende ist natürlich, und da hatten wir in dem Fall wirklich Glück, rauszubekommen, wo kommt das Wasser her. Und da hier noch alles offen war oder es leicht zu öffnen war, haben wir also festgestellt, woran es gelegen haben könnte. Eine der Lösungsvorschläge dafür, dass kein Wasser mehr zukünftig in dieses Haus eindringt, ist, dass wir das Fallrohr jetzt auch an die Kanalisation angeschlossen haben, an die Entwässerung angeschlossen haben. Das heißt, vorher war hier so ein Plastikschlauch, der das Wasser abführen sollte, aber durch die enormen Regenmengen, die wir in den letzten Wochen hatten, war eben klar geworden, dass das nicht reicht und das Erdreich durchfeuchtet wurde und dass sich dann auch, dafür war die Isolation nämlich nicht ausgelegt, so eine Art Druckwasser da entstanden ist. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit geschaffen, dass das Wasser gut abfließen kann und wir zukünftig nichts mehr mit Wasser im Haus zu tun haben werden. An dieser Stelle hier stand ein Jahr lang der Container, in dem die Bauarbeiter sich aufwärmen konnten und Pause machen konnten. Dieser Container ist nun weg. Das heißt also, die großen Bauarbeiten sind abgeschlossen. Und jetzt arbeiten wir nur noch mit diesen drei Containern. Der eine Container ist der Container, in dem immer noch unsere Küsterei ist, wo unsere Küsterin drin arbeitet. Ein Raum, der gerade mal so groß ist, dass eine Person drin arbeiten kann. Und daneben die Sanitärcontainer, die jetzt zum größten Teil von den Mitarbeitern hier, von den Bauarbeitern vor Ort genutzt werden. Aber natürlich auch für Gemeindeveranstaltungen, wenn sie denn in der Kirche stattfinden können. Eigentlich haben wir uns vorgestellt, wie der Fahrstuhl sich öffnet, ich herauskomme und einen berühmten Satz, der schon bei der Mondlandung benutzt wurde, spreche, aber unser Fahrstuhl ist immer noch nicht fertig. Wenn wir jetzt durchs Haus gehen, müssen wir immer sehr, sehr dicht an die einzelnen Objekte herantreten, um zu sehen, was hier geschaffen wurde. Und hier ist in der Tat so, dass die Maler diese Wände gespachtelt haben und dann vorgestrichen und jetzt noch einmal übergestrichen haben. Und das ist eine Sache, die kann man natürlich nur sehen, wenn man ganz dicht rangeht und sich freuen und ja, freuen darüber, wie gut hier gearbeitet wurde, wie schön das aussieht. Das fällt bei einem Neubau natürlich nicht so auf wie beim Altbau, wenn die Wände dann wirklich, die vorher noch nie glatt gewesen sind, glatt sind. Die Maler hatten es da an der Stelle früher leichter. Sie haben einfach Raufasertapete darüber geklebt und die hat so die Unebenheiten rausgenommen. Wir sind jetzt dabei, dass die Wände ja nur, in Anführungszeichen, nur gestrichen werden und dann sieht man natürlich auch wunderbar die ebenen Flächen. Dadurch hat dieser Raum hier natürlich nochmal ein Stückchen anderes Gepräge bekommen. Das sieht alles schon ein bisschen eleganter aus und man kann jetzt erahnen, was hier drin noch gemacht werden muss, damit es dann wirklich ein schöner Eingangsbereich ist. Und das sind natürlich die Treppenstufen, die werden natürlich nicht so bleiben, wie sie jetzt hier gerade sind. Und dann ist die große Frage, was kommt danach, wenn die Treppe zu Ende ist, für einen Fußbodenbelag? Und damit tut sich der Bauausschuss und die Gemeindeleitung sehr schwer, weil die Denkmalpflege eine klare Vorgabe gegeben hat, welches Material der Bodenbelag haben muss und der soll Linoleumbelag sein. Und da wird es schwierig, einen
eine gute Lösung für all die Räume hier zu finden. Wir wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass der Fahrstuhl, der jetzt hier mit Folie geschützt wird, schon eingebaut ist. Also die Türen sind alle schon da. Sie sehen, die Armaturen hier fehlen noch. Auch im Keller ist die Elektronik schon verbaut, die die Funktion des Fahrstuhls gewährleistet. Es scheinen wohl noch Kleinigkeiten zu sein, die vielleicht von einem Ingenieur nochmal nachbearbeitet bedacht werden müssen, sodass der Fahrstuhl dann am Ende auch funktioniert. Sicherheit ist natürlich die oberste Priorität, die wir bei einem Fahrstuhl einhalten wollen. Ist das nun ein Zeichen einer guten Entwicklung oder eher frustrierend, dass in der Küche noch nichts passiert ist? Sicher ist erstmal, dass diese Küche die einzelnen Teile, die in den Räumen ja hier verstreut rumstanden, jetzt hier einen Ort gefunden haben. Sicher ist auch, dass wir einen Tischler gefunden haben, der uns die Küche hier einbauen wird. Es ist sicher eine Frage des Termins und wahrscheinlich auch, dass erstmal diese Tür, die jetzt hier eingebaut ist, eine historische Tür, erstmal drin ist, bevor wir dann anfangen können. Der Maler muss auch noch einmal rein. Hier muss nochmal auf jeden Fall gespachtelt werden. Und die Durchreiche ist mittlerweile fertig, das auch dieses durchreichende Rollo ist da jetzt drin. Ja, ansonsten sieht man eben, das ist unsere neue Küche und sie wird ein wenig kleiner sein als die Küche, die wir vorher hatten. Aber der Platz reicht aus für das, was wir in diesem Haus mit der Küche und als Gemeinde tun wollen. Warum stehe ich an dieser Tür? Die Besonderheit an dieser Tür ist, sie hat eine wichtige Brandschutzfunktion. Denn hier gehen alle Menschen durch, die barrierefrei mit dem Fahrstuhl auf dieser Etage ankommen, um dann zum Zentrum, Kinderzentrum oder zu den Gemeinderäumen weiter durchzugehen oder zum Fahrbüro. Das Problem war gewesen, diese Tür muss sich selbst schließen. Und das tut sie auch. Hier drin ist jetzt eine Mechanik verarbeitet, die automatisch die Tür schließt. Die ist nicht zu sehen. Es ging ja darum, auch, dass wir den historischen Bestand, so wie er ist, erhalten von der Außenansicht. An dieser Tür wird schon mal exemplarisch klar, hier sind viele Türen mittlerweile eingebaut worden, die historischen Türen angepasst worden. Und wenn es nicht anzupassen ging, weil es keine Tür vorher gab, sieht das dann so aus wie hier. Dann hat man das hier nachgearbeitet, neu hergestellt und schon sieht diese Tür wieder wunderbar aus. Die Leibung hier ist geblieben, die ist historisch, aber hier vorne die Ansicht ist wieder, strahlt wieder im neuen Glanz. Genauso ist es auch bei der Tür, die als solche nicht genutzt wird, sondern eher als Regal genutzt wurde, als verstecktes Regal. Und bei dieser Tür, ja, da wird es so sein, dass diese Tür dann für immer verschlossen wird. Für immer, also sie wird verschlossen. So, denn dahinter ist das Fahrbüro und der Gottesdienstaltar wird dann davor stehen. An der Decke ist, glaube ich, das Spannendste in der Zwischenzeit entstanden. Wir haben ja in all den Räumen hier Schallschutzdecken eingebaut. Und diese Schallschutzdecken verhindern, dass hier eine Überakustik drin ist. Sie merken, hier ist kaum noch Hall, obwohl der Raum ja keinerlei Möbel beinhaltet. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, dass es hier eine sehr schöne Akustik gibt. Der Chor wird Sie vielleicht ärgern, weil man dann jeden Ton, auch den falschen vielleicht, hört. Es ist kein Hall da, der einen trägt, aber für die Chorarbeit und für die Probenarbeit ist es sicher auch ein Vorteil, wenn man genau hört, wie man singt. Hier befinden wir uns im Bad, das für den Bereich der Arbeit mit Kindern genutzt werden wird. Hier wird später mal ein Wickeltisch sein. Wir sehen hier verschiedene zwei Anschlussmöglichkeiten für die Toiletten. Eine für in Kinderhöhe angebrachte Toiletten und eine für Erwachsene angebrachte Toilette. Und man sieht wunderbar die Fliesen. Wir sind hier jetzt in diesem Raum, um auch zu zeigen, so werden die Fliesen auch im Keller verlegt sein. Da sind gerade die Bauarbeiten dabei. Auch der Fußboden wird genau die gleiche Farbe haben. Die Gemeinde oder die Bauleitung hat sich dafür ausgesprochen, dass wir da nicht nochmal wechseln die Muster, sondern dass wir alles, was im öffentlichen Bereich des Gemeindezentrums ist, dann auch die gleichen Fliesen und Bodenfliesen bekommt. Bei der Planung
dieses Neubaus, dieses Anbaus, haben wir uns immer vorgestellt, wie wird das wohl aussehen? Und alle haben sich irgendwie auf diesen Blick hier gefreut, den auch die Arbeit mit Kindern, die Kinder dann haben werden, wenn sie Christenlehre haben oder andere Veranstaltungen hier sind. Dieser wunderbare Blick zur Kirche rüber, und natürlich wäre es dann auch schön, wenn hier, und das wird ja passieren, hier eine Terrasse angebaut wird und dann die Stufen runtergehen und man dann sozusagen direkt zur Kirche rübergehen kann. Und heute in diesem wunderbaren Abendlicht, die Fenster sind noch nicht geputzt, sieht man eben, worauf wir uns gefreut haben, diesen herrlichen Blick. Wenn Sie auf der rechten Seite den Eingang benutzen und durchs Treppenhaus die Treppen hier hochkommen, dann erwartet Sie dieser Blick. Das ist der neue Eingangsbereich der Fahrdienstwohnung. Und wir freuen uns, dass wir damit einen Bereich geschaffen haben hier oben, der ein Stückchen auch thermisch von diesem kalten Treppenhaus, das ja im Winter dann doch nicht so beheizt wird, getrennt sind. Und wer weiß, wann es dann heißt, herzlich willkommen beim Pfarrer. Diese Tür hier war bis jetzt der Zugang auch zur Fahrdienstwohnung, sodass die Handwerker nicht immer Trepp hoch und Trepp runter und dann wieder hier hoch gehen mussten, sondern dass man hier oben ohne weiteres durchgehen konnte. Im letzten Bauabschnitt wird dann sicher diese Tür hier nochmal verschwinden. Das heißt, hier wird eine Kofferung vorgesetzt, sodass gar nicht mehr zu sehen ist, dass es diese Tür gibt. Aber auf der anderen Seite vom Flur der Fahrdienstwohnung sieht man dann noch die historische Tür. Aber es ist dann natürlich nicht mehr durchzugehen und es ist auch schallgeschützt. Hier ist vielleicht die kurioseste aller Türen. Eine Feuerschutztür, die aus Gründen des Brandschutzes hier eingebaut werden musste. Diese Tür wird natürlich hier immer in dieser Position sein, sodass der Zugang zum Fahrstuhl frei ist. Na klar. Aber es sieht schon ein wenig komisch aus, eine Tür vor einer Tür zu haben. In der Zwischenzeit ist auch hier oben eine Menge passiert. Wir sehen zum Beispiel hier den Heizkörper, der jetzt von einer Malerfirma bearbeitet wird, angestrichen wird, und wenn das passiert ist, wird er dann wieder mit 4 Mann, denn so schwer ist der Heizkörper, an dem Ort verbracht, wo er dann auch angebaut wird, angeschraubt wird. So geht es mit allen historischen Heizkörpern, die wir im Haus haben, die, wenn sie bearbeitet sind, angestrichen sind, dann wieder als Heizkörper hier in diesem Haus auch fungieren. Neben den anderen Heizkörpern natürlich, die noch dazu gebaut wurden. Hier sieht man schon, wie die Türen dann später aussehen werden, wenn sie gestrichen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon der Enternstrich ist. Ich glaube es nicht, weil hier sind ja noch so viele Arbeiten am Boden, Schleifarbeiten zu verrichten, so dass man mit einer Staubentwicklung auf jeden Fall rechnen muss. Ich denke, das ist erst der erste Anstrich und dann wird noch ein Anstrich raufkommen. Aber man sieht natürlich schon, wie schön diese Türen dann sind, wenn sie gestrichen sind. Der Bauausschuss hatte beschlossen, dass dieser Raum hier, der Vorraum im Keller, dass wir diese Decken und alle Wände schön gerade machen und schön verputzen und streichen. Einige waren aber auch der Meinung, dass man vielleicht den historischen Kern oder die historische Substanz nur erkennen sollte. Es ist ja schließlich ein Kellerraum. Aber wenn man hier drin steht in diesem Raum, sieht man, dass die Entscheidung des Bauausschusses doch sehr weise und klug war. Hier sieht man noch ein Stückchen von dem historischen Mauerwerk, was natürlich jetzt verputzt ist. Das wird dann auch verputzt werden, aber diese groben Strukturen sollen erhalten bleiben, sodass man ein Stückchen auch nochmal diesen Bruch hat zwischen den glatten, neu verputzten Wänden und dem, was früher die Wände im Keller darstellten. Wir sehen, hier hinten hat sich auch einiges getan. Der Sanitärbereich für die Frauen und die Männer wird gerade gefliest, sodass wir da nicht reingehen können. Ein wenig im Rückstand scheint es noch mit der Toilette für behinderte und beeinträchtigte Menschen zu sein. Da ist aber auch noch viel vom Elektriker zu leisten, sodass wir das dann erst fertig machen können, wenn die Elektrikerarbeiten hier abgeschlossen sind. Ansonsten haben wir hier wunderbare Brandschutztüren jetzt eingebaut. Diese Türen finden sich hier und auch im anderen Teil des Kellers finden wir sie wieder,
Sie haben natürlich brandschutztechnische Gründe, dass wir so eine massiven Türen hier einbauen mussten. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Übergang zum Jugendkeller. Diese schräge Lauffläche, diese Flur wird jetzt gefliest. Da sind wir gerade dabei. Auch Teile des Raumes hier sind schon gefliest worden. Es hat sich als sehr praktisch erwiesen, da hier ja Fußbodenheizung drin ist, mit Natursteinen oder mit Fliesen zu arbeiten. Die lassen sich erstens besser reinigen und zweitens hat es auch einen sehr schönen Charakter für den Raum hier unten. Vor 14 Tagen war hier ein großer Arbeitseinsatz. Ehrenamtliche haben sich mit schwerer Technik herangemacht und versucht, den Fußboden zu entfernen. Das, was hier an PVC-Böden drin ist, muss raus und dafür wird dann neues Linoleum verlegt. Das war eine sehr, sehr schwierige Arbeit und hier bei diesem Fußbodenbelag, der noch nicht so alt ist, ist es besonders schwierig. Der ist besonders gut verklebt worden und da hilft dann auch die Maschine nicht mehr. Es kostet sehr viel Kraft und Zeit, diesen Fußboden so vorzubereiten. Deshalb wird also jetzt hier oben die PVC-Schicht abgetragen und dann mit einer Schleifmaschine der Untergrund bearbeitet, wie es hier schon zum Teil passiert ist. Und dann kann der neue Belag verlegt werden. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und diesen Rundgang mit uns unternommen haben. Wenn wir das nächste Mal hier von der Baustelle berichten, wird hoffentlich hier schon der neue Belag, der neue Bodenbelag drin sein. Wir werden vielleicht das neue Amtszimmer der Fahrpersonen hier im Sprengel und in der Region besuchen können. Und wir werden sicher dann auch ein Datum nennen können, wann wir ein großes Einweihungsfest des Gemeindezentrums, des evangelischen Gemeindezentrums an der Kreuzkirche feiern werden. Bis jetzt ist es jedoch so, dass wir immer gucken, dass wir die Lieferzeiten der Firmen, die uns hier mit Material beliefern, mit bedenken müssen, dass es da Verschiebungen gibt, dass sich hier am Bau auch ständig etwas verändert und manchmal mit vielen kleinen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Denn jetzt arbeiten alle Handwerker Hand in Hand und das muss gut koordiniert und verzahnt sein, damit das funktioniert. Das ist sozusagen die Aufgabe, vor der wir stehen. Wir wollen natürlich wieder an der Stelle auch darauf hinweisen, dass Sie uns gerne unterstützen können mit einer Spende und wir hier mit Ihrer Hilfe auch als Ehrenamtliche vielleicht den Bau fertig bekommen. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie behütet.